Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTuber hier in der Zockerhöhle. Heute wieder ein neuer Part, FIFA 17, die Karriere mit dem HSV. Und wie ihr seht, das Wichtigste, wie Ende ist am letzten Part und jetzt, Kovalenko hat beim HSV bei unserem Verein unterschrieben. Wir haben zuzüglich, wie ich gerade gesehen habe, ein Angebot für Pierre-Michel Lasogga. Da gucken wir doch mal rein. Valencia bietet 9,5 Millionen. Marktwert ist 9, 24 Jahre, 77 Stärke, hat ja die letzten Spiele ganz gut getroffen. Ich würde ihn, ich sag mal, für 19,5 Millionen, also knapp 10 Millionen wirklich mehr, abgeben, weil wir dürfen zwischen oder können zwischen 12,8 und 16,1 Millionen verlangen. Gucken wir einfach mal, was da passiert. Wird natürlich interessant sein, sollte er wirklich wechseln. Holen wir uns einen neuen Stürmer, holen wir da Shiplock zurück. Da brauche ich einmal eure Hilfe. Wenn welchen Stürmer, schreibt es in die Kommentare oder sollen wir Shiplock zurückholen? Schreibt es genauso in die Kommentare. Ich freue mich megamäßig darauf, wie ihr euch entscheidet, wie wir hier weiterverfahren. Dann haben wir noch zwei Scout-Berichte, einmal von Cedric. Stärke 65, es haut mich jetzt nicht ganz so um. Und Gudetti hat Stärke 76, ist definitiv ein bisschen besser, ausbaufähig. Behalten wir einfach mal, wie gesagt, sollte genau auf der Wunschliste ist er. Behalten wir einfach mal im Blick, wie sich das mit Lasogga verhält. Genau, da ist stets Viktor Kovalenko, hat beim HSV unterschrieben. Ich finde auch, wir lassen ihn gleich jetzt hier im nächsten Spiel gegen Genua gleich mal ran. Tauschen vorne nochmal Lasogga und so ein bisschen durch. Volpi geht auch mal raus. Dafür lassen wir mal Ekta spielen. Halilovic. Und na, wo ist er? Da. Kovalenko. Beide Neuzugänge. Fangen gleich mal an. Sieht auf jeden Fall so vielversprechend aus. Handeln wir mal wieder von der Bank runter. Genau wie Jatta. Die sollen sich jetzt beide mal so ein bisschen schonen. Dann wechseln wir hinten nochmal ein bisschen durch. Rechts fängt Frank Ronstadt mal an. In der Innenverteidigung Giroud. Und links fängt jetzt Ostrzelek an. Der hat noch gar nicht gespielt. Soll sich natürlich auch die Möglichkeit haben auszuzeichnen. Und ich denke mal, mit dieser Aufstellung starten wir jetzt ins Spiel gegen Genua. Genau, starten wir vielleicht gleich durch. Nicht lange schnacken. Genau, wir lassen einfach die Trikotauswahl so mal sein, wie sie vorgeschlagen wurde. Und rein ins Spiel. Ach ja, schön Elfmeterschießen wieder. Ist ja meine Spezialität. Sieht man ja auch schon im Journey-Modus, wie herrlich ich da wirklich verkacke. Zum Glück, wie gesagt, ich skippe diese Sachen. Wenn ihr wollt, dass ich das, diese Vorbereitung vom Alle Spiel denken schon ans Finale, aber das weitermache ist oder vielleicht noch ein durchspiele, bisschen früh. Heute einmal in die begrüßen Kommentare wir reinschreiben. Sie, liebe Dann weiß ich Zuschauer, Bescheid, erstmal zu dann ziehe diesem ich das natürlich Halbfinale. gerne für euch Frankfurt durch. beim Herrn. Genauso ist das Und und sonst starten wir. es Wir geht versuchen wieder hier mehr bis über die jetzt Flügel noch zu hoch, kommen. bis zum Traum vom Finale. Und heute erwartet uns die Partie Sampdoria Genua gegen den HSV. Wir werfen einen kurzen Blick auf die Aufstellung von Jetzt weiß ich Sampdoria. auch eine Sache, was ich vergessen Wir hatte, sehen bei Ihnen was heute ich ein schon 4-4-2 im in der taktischen Formation. Ja, das Mittelfeld könnte man fast noch mal aufteilen. Der Journey-Part, Zähler ist glaube ja ich, mal doch angesprochen hatte. durchaus Den stabil. Nein, Kommentator Trapp, Frank Herr Buschmann Stürmer. Ach und Gott, Wolf Fuß das wird wollte ich nichts. eigentlich mal wieder einen Tick höher schalten. Und so sieht die Habe ich Startformation allerdings des vergessen. Hamburger Schande über SV mein Haupt, es heute tut mir leid. aus. Ich werde es nach Sie diesem agieren heute Part ziemlich offensiv, würde ich direkt sagen. Auch wenn Sie nominell umändern. nur eine Spitze aufbieten.
damit ihr noch ein bisschen besseres Feeling habt. Vielleicht nicht durchgängig, denn meine Stimme hören müsst, wollt, sollt, könnt. Und damit hier manchmal nicht so eine gehende Leere, wenn ist, sollte ich mal wirklich meine Schnauze halten. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Jetzt ist der Angriff dort gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Und da zeigt er vollen Einsatz. Mit Erfolg. Er hat den Ball. Juricic. Das macht er gut. Kovalenko. Gutes Zuspiel. Technisch anspruchsvoll gemacht. Oh, doch kein Abseits. Oh, böses Foul. Du Sackfussel. Ja, ärger dich nicht. Nimm die Kacke vom Ellbogen ab. Oh, sauber gleich. Glattrot. Richtig so, ey. Gut, nein. Finde ich ein bisschen übertrieben. Er kam ja seitlich von vorne so ein bisschen. Fand ich jetzt ein bisschen übertrieben. Kann man sehen, wie man möchte. Oh, Gott. Bahui. Gut, Bahui schießt also keine Freistöße mehr. Ich habe mir auch mal überlegt, ob ich mir wirklich für so eine Situation ein, zwei Spieler im Mittelfeld kaufe, wenn ich sie nicht sogar im Kader habe. Gut, mit Aaron Hunt habe ich wahrscheinlich einen guten Freistoßspezialisten. Aber den möchte ich ja... Oh, der sieht so geil aus, über den kann ich mich jedes Mal wieder neu amüsieren. Aaron Hunt möchte, wie gesagt, ja gerne abstoßen. Keine schlechte Flanke, aber ja, und da bräuchte ich denn vielleicht nicht diese Saison, wird glaube ich ein bisschen vom Geld her knapp, aber ja, auf jeden Fall vielleicht zur neuen Saison wirklich einen Standardspezialisten. Jetzt wird's gefährlich. So. Da kommt er hin und er faustet den Ball weg. Ganz, ganz knapp. Juricic. Hier stellen wir ein, dass wir ein bisschen Pressing spielen wollen. Obwohl ich auch manchmal ehrlich gesagt nicht das Gefühl habe, dass sich diese Einstellung, die man auswählen kann, so groß ändert. Also beim Flügelwechsel. Ja, da stimmt's, da kriege ich das auch mit, aber ich gerade mal so, gerade beim hohen Druck und Pressing merke ich da nicht allzu viel. So, oh,